So, herzlich willkommen zu einem Unboxing-Video. Dieses Mal geht es um einen Seifenspender, um einen automatischen. Ich hatte schon mal so einen, aber diesmal von einer anderen Firma. Einfach mal gespannt. Und möchte ihn euch jetzt mal zeigen. Ja, auch mal selbst neugierig, wie weit er sich da unterscheidet. Okay. Ja, super. Genau wie der andere auch. Das passt ganz gut. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe hier schon Batterien bereitgelegt. Die Batterien leer. Ja, scheint so zu sein. Ich habe da leere Batterien ausgesucht. Oder muss man das erstmal aktivieren? Gut. So, Moment, ich mache dann hol mal erstmal Batterien. So, jetzt habe ich mal neue Batterien eingegeben. Und jetzt schauen wir mal. Ja, jetzt geht's auch schon. Hier unten ist ein Sensor. Ja. Und hier oben ist auch nochmal ein Sensor. Ja, zeig's. Weiß mal. Und halt hier unten, ne? Ja, und hier oben könnt ihr dann einstellen, wie verschwenderisch er sein soll. Das heißt, da könnt ihr dann quasi einstellen, wie viel Seife er ausdrucken soll. Ich schaue gerade mal, ob man das hier in dem Handbuch sieht. Sehen kann, das ich jetzt gerade mal so zeige. Genau. So. Und hier steht. Genau, es geht hier über diesen Knopf. Wird es dann geregelt. Jedenfalls steht hier, dass man. Ah ja, okay. Also mit 3 Sekunden macht man ihn quasi aus. Dann macht man ihn wieder an. Und wenn man hier drauf drückt, kann man das Volumen, also wie viel Seife er ausspuckt, regulieren. Das heißt viel oder wenig. Gut. Da mal gespannt. Aber ich denke mal, das kann man hier definitiv eine Kaufempfehlung geben. Funktioniert ja soweit alles, wie es soll. Und die Seife wird ja auch rauskommen. Gut, danke fürs Zuschauen. Tschüss.